flash euch den Kopf auf. Now come to the land of Buddha with me. Eines Abends war ich das Bo, auf dem Weg in Tobi Tobs Studio. Ihr kennt uns, 5 Sterne Deluxe mit Fachgebiet Audio. Ich hab mein Walkman-Headset auf den Ohren. Ich guck nicht nach vorn. Ich schwur ein Stück zurück. Ich mach ihn aus und schon wieder make a wish. Als ich nach oben seh und vor 2 Asiaten in roten Roben steh, guck ich in 4 Augen, die tiefer sind als der Bodensee. Ich dachte nur, oh jemine, habt ihr noch was von dem Zeug? Sicher, Bo, sicher, hier. Dann blieben sie stumm, ich ging weiter, drehte mich um, natürlich waren sie weg. Trete ein in Tobis Tempel, check den Track, den Beat und den Sample. Moin, Bo, ging. Ich setze mich, roll das Gras der Mönche. Nach dessen Zirkulation sah ich einen Ton. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich hörte, wie gut wieder aussah. Ohne Macht unserer Körper schwoben unsere Seelen empor gen Licht. Es war die Tür eines Reisebüros und sie stand offen. Wir öffneten sie und traten ein. Herein sagten leise 2 weise Greise, gaben uns 4 Tickets ohne Preise und wünschten uns eine gute Reise. Wir waren gebucht für die Q-Klasse, also Erste. Spitzenmäßig, dachte Bo, das wusste ich. Kuhmann wusste, dass ich wusste, dass Bo dachte spitzenmäßig. Mark wusste, dass Kuhmann wusste, dass ich wusste, dass Bo dachte spitzenmäßig. Und all das wusste Bo und wir dachten, wow, das ist ja ein Flash. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Man gab uns unser Flugzeug, es hieß Orange Bird und wir setzten uns rein. Elefanten zogen unser Flieger aus dem Hangar. Ich hab den nächsten Flash über Bangladesch, als ich die Lunchbox öffne. Mensch Tobi, wo kommt denn das ganze Bruder her? Mein Herr, sie fliegen doch mit Bruder her, sagt die Stewardess und fragt den Stewardcast, sind die richtig hier? Das glaub ich kaum, antwortet Nesium für ihn und beginnt sich die Szenerie reinzuziehen. Vor uns 12 Rinder, in der Kinder hinter uns spielen Monopoly. 2 Taiwanesen lesen Vox Populi. MCA und Ed Rock geben uns Props für unsere erste LP. MCA meint noch, you see, there's a thin line between genius and insanity. Der Pilot sich meldet. Land, meine Damen und Herren. Ihr Kapitän, das Snakevolk weiß, dass sie uns nicht wieder mehr. Nach der Landung sagt Bo, alle Ahnma, wir sind an der Tür zum Nirvana. Es erklang die Stimme des Dalai Lama. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Wir waren im Nirvana, war gar nicht so toll. Wir waren im Nirvana, da war es bockenvoll. Nirvana, wir waren da, war gar nicht so geil. Zum Einkaufen okay, doch viel zu voll. Ich hab Cobain gesehen und von Kurt neue Songs gehört. Hörte sich alles ziemlich kopflos an. Naja, das war ja wohl abzusehen. Wir brachten die Heiligen dazu abzugehen. Ja, wir haben mit ihnen gepafft, meditiert, Mikrofone gecheckt. Und ich hab Bruder 5 Sterne auf die Glatze getaggt. Wir fanden ein Café nach langem Suchen. Es gab Butterbrote, Buttermilch und Butterkuchen. Ich war noch beim Friseur, alles soll nuchen. Die waren nicht ganz frisch da, ich wollte Haare ab. Die hatten nur Haare Krishna. Abends in der Disco Ushidashi am Tresen. Tranken wir auf Buddha Spiesen, ein Kasten Wiesen. Schmächtig einem Tee, sprach Bo sein Resümee. Nirvanesen und Nirvanesinnen, ich bin froh, dass ich hier gewesen bin. Tschüss, letzte macht's bitte Licht. Ah.